Spielfreude im Job? Pah, das ist doch schon ein Widerspruch in sich, oder? Man kann doch nicht spielend lernen und arbeiten. Die Antwort lautet doch. Und das Zauberwort dazu heißt Gamification. Und darüber unterhalten wir uns heute im BGM Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Was ist Gamification? Wie funktioniert Gamification? Wie kann man es auch in seinem eigenen Unternehmen anwenden? Darüber wollen wir heute sprechen, denn ich habe einen spannenden Beitrag gefunden im sogenannten Mittelstandsmagazin. Das ist die Ausgabe 1. Die erscheint jetzt für Februar, März, April, also immer quartalsweise. Das Mittelstandsmagazin ist praktisch ein Unternehmensmagazin, was vom BVMW, also Bundesverband Mittelständischer Unternehmen, bereitgestellt wird. Wir sind selber auch Mitglied beim BVMW und hier sind auch immer wieder entsprechend spannende Fachvorträge und Inhalte. Diese Ausgabe ist jetzt sozusagen der Schwerpunkt Fortschritt durch Innovation. Das ist das Thema, worum sich das ganze Magazin handelt, und hier war eben auch ein Beitrag zum Thema Gamification, spielend lernen und arbeiten. Und diesen Beitrag möchte ich auszugsweise mit euch teilen, möchte gerne meinen eigenen Senf noch mit dazugeben und auch die Überlegungen starten, wie kann man das Ganze auch mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, denn darum geht es ja hier im BGM Podcast. Wie kann man das miteinander kombinieren? Welche Ideen gibt es? Welche Konzepte gibt es auch schon, um spielerisch vielleicht das Thema Gesundheitsbewusstsein voranzubringen? Doch erstmal wollen wir natürlich die Basics klären, und da geht es natürlich erstmal darum, was ist Gamification und wie kann ich es entsprechend anwenden? Der Autor sei hier auch nochmal erwähnt, wir wollen ja entsprechend die Quellen auch richtig angeben. Der Autor ist Siegbert Matthijs, er ist selber Usability- und Gamification-Experte, geschäftsführender Gesellschafter der Matthijs Werbeagentur GmbH und selbst auch BVMW-Mitglied. So, dann starten wir erstmal in den Beitrag. Und der lautet wie folgt: Gamification, spielend lernen und arbeiten, Spielfreude und Job, das ist kein Widerspruch. Erfahren Sie, wie Gamification das Lernen und Arbeiten erleichtert und gleichzeitig die Motivation steigert. Also klingt schon mal sehr vielversprechend. Gamification ist weit mehr als ein Trendwort im Bereich Marketing und Kommunikation. Es ist eine strategische Methode, um die komplexen Ressourcen unseres Gehirns auf spielerische Weise zu nutzen. Denn wir Menschen spielen lieber, als einfach nur stupide Dinge zu lernen. Und darum geht es beim Thema Gamification. Es geht hier nicht um Zeitvertreib oder die trivialen Aspekte des Spielens, sondern um die effiziente und effektive Steigerung unserer kognitiven Fähigkeiten und Arbeitsprozesse. Und die Steigerung der kognitiven Fähigkeiten, da sind wir schon mittendrin im Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Dabei setzen wir bereits 100% unserer Gehirnkapazitäten ein, aber wie können wir diese Ressourcen effektiver nutzen? Die Antwort liegt im Spiel. Was ist Gamification? Die offizielle Definition von Gamification umfasst die Anwendung von Spieldesign-Elementen in nichtspielerischen Kontexten. Es handelt sich um einen ernsthaften Ansatz, Engagement zu fördern und Probleme zu lösen. Der Begriff, der zunächst Assoziationen von Spielerei hervorrief, hat seit seinem Aufkommen im Jahr 2008 eine signifikante Entwicklung durchgemacht. Es hat sich in zahlreichen Sektoren etabliert, von Unternehmen über Regierung bis hin zum Gesundheitswesen, und wird genutzt, um Loyalität, Motivation und sogar ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Also auch wir verwenden das Thema Gamification beispielsweise im Rahmen von Kommunikationsseminaren ein, von Teambildungsevents oder eben auch zur Förderung des eigenen Gesundheitsbewusstseins. Aber dazu dann später noch die ein oder andere Idee mehr. Denn vorher wollen wir klären, wie tickt unser Gehirn. Unser Gehirn neigt dazu, Energie zu sparen. Also wir sind immer in einer Art Energiesparmodus. Wir hatten halt früher die Herausforderung, dass uns nicht dauerhaft Energiereserven zur Verfügung standen. Das Essen war knapp, man musste entsprechend sammeln oder jagen gehen, und da war der Erfolg nicht immer garantiert. Heutzutage, wenn wir Hunger haben, wenn wir merken, dass wir müde werden, dann gehen wir zur Kaffeemaschine oder wir essen Powerriegel und schon sind unsere Energiespeicher wieder aufgefüllt, aber unser Gehirn
Und auch insbesondere unser Körper ist immer noch in diesem Überlebens- und Gefahrenmodus. Das heißt, es könnte ja jederzeit passieren, dass die Ressourcen mal wieder knapp werden. Und dementsprechend versucht unser Körper immer eher, ja, so viel wie möglich Energie zu speichern, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Wir versuchen immer, also eigentlich sind wir ein faules Wesen, so könnte man das einfach mal definieren. Das aber nicht, weil wir faul sind, sondern das einfach, um unser Überleben langfristig zu sichern. So. Also unser Gehirn neigt dazu, Energie zu sparen und Gewohnheiten zu folgen. Denn Gewohnheiten zu folgen ist einfacher, als ständig was Neues sich zu überlegen. Es benötigt jedoch ständige Impulse und Herausforderungen, um aktiv und gesund zu bleiben. Also wer immer nur Monotonie und Eintönigkeit hat, der wird früher oder später krank, dem wird langweilig und die geistigen Ressourcen bauen einfach ab. Was ich nicht benötige, das wird reduziert. Wer regelmäßig Training betreibt, ja, der baut einen Muskel auf und wenn er nicht mehr trainiert, dann wird der Muskel wieder abgebaut, weil wir ihn nicht benötigen. Und so ist es auch mit unserem Gehirn. Wir müssen unser Gehirn regelmäßig vor Herausforderungen setzen, weil sonst passiert nichts. Um effektiv zu lernen, muss das Lernen Freude bereiten. Neues muss bedeutsam sein und emotionale Reaktionen hervorrufen. Wenn wir Spaß an einer Aktivität haben, reagiert unser Belohnungssystem sofort und fördert damit das Lernen und Erinnerungen. Also vor allem, wenn wir lernen in Kombination mit Emotionen, dann können wir halt diese Emotionen mit dem Neugelernten verknüpfen. Und wenn wir eben diese Emotionen von Freude und Spaß entwickeln, dann können wir halt diese Erinnerung nutzen, um besser einfach zu lernen. Alpha-Wellen im Flow-Zustand. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Der Zustand des Flows, ein Begriff geprägt von Csikszentmihalyi, ist uns allen bekannt. Also Csikszentmihalyi, ich hoffe, ich spreche es so halbwegs richtig aus, ist sozusagen der Urvater und, naja, Entdecker des Flow-Zustandes. Er hat es in mehreren Büchern beschrieben. Der Flow-Zustand ist jener Moment, in dem wir in einer Tätigkeit aufgehen, Herausforderungen meistern und dabei die Zeit vergessen. Gamification nutzt diesen mentalen Zustand, um Lernen und Arbeitsprozesse zu optimieren. Der Flow-Zustand wird übrigens immer erreicht, wenn die Herausforderungen, die uns gegenüberstehen, so minimal außerhalb unserer Komfortzone sind. Also wenn wir uns schon hoch konzentrieren müssen, anstrengen müssen, wenn wir nicht abgelenkt werden, dann geraten wir in einen Flow-Zustand und dann passiert es, dass auf einmal Stunden wie im Sekundenbruchteilen vergehen, weil wir einfach in der Sache an sich so konzentriert aufgehen und gar nicht merken, wie die Zeit verfliegt. Insbesondere, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns herausfordern und die uns natürlich Spaß machen. Warum funktioniert jetzt also Gamification? Die Schaffung einer zufriedenstellenden User Experience generiert positive Emotionen und eine tiefere Verbindung zum Produkt. Gamification verbessert die Benutzerfreundlichkeit und das Design, was nicht nur die Handhabung erleichtert, sondern auch für eine nachhaltige Erinnerung und ein besseres Verständnis sorgt. Also mit Gamification, jetzt mal in Bezug auf das Thema BGM, man kann halt einfach Wissen vermitteln, indem man PowerPoint-Präsentationen erstellt und eine Folie nacheinander abarbeitet. Oder man kann das Ganze in spielerischer Art und Weise vermitteln, mit Übungen vermitteln, so dass Freude entsteht, Überraschung entsteht, vielleicht auch Wut oder Ärger entsteht und diese Emotion gepaart halt auch mit dieser Herausforderung, dass ich in diesen Flow-Zustand komme, dass ich mich schon konzentrieren sollte, das schafft eben diesen Spaßeffekt. Und dann gehen wir in der Sache auf und auf einmal verfliegt die Zeit. Was ist das Ziel also von Gamification? Ziel von Gamification ist es, die Motivation zu steigern und Inhalte so zu vermitteln, dass sie verstanden und behalten werden. Es geht darum, die spielerischen Elemente so einzusetzen, dass sie den Nutzerinnen und Nutzern einen Mehrwert bieten. Hier einige Fragen, die sie sich stellen sollten, wenn sie Gamification nutzen möchten, zugehört. Was soll am Ende, zum Beispiel eines Absatzes oder eines Kapitels, als Information, als Gelerntes hängen bleiben? Und das mache ich ganz häufig im Vorträgen, dass ich theoretische Inhalte vermittle, dann auch nachhake. Habt ihr das verstanden? Ja, haben wir alles verstanden. Es gibt aber einen riesigen Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wir alle wissen, was gesunde Ernährung ist, aber es ist halt trotzdem schwierig, dem Schnitzel und Pommes zu widerstehen. Wir alle wissen, was Kommunikation ist, wie das Vier-Ohren-Modell funktioniert und so weiter und so fort. Aber in der Praxis, ja, dann wird halt trotzdem im Appell geredet und jemand anderes, ja, nimmt es negativ auf, weil er vielleicht in einer Beziehungsebene steht oder ähnliches. Also da gilt es dann, das neu erlernte theoretische Wissen vielleicht auch in spielerischer Art und Weise in die praktische Umsetzung zu bringen. Ich mache das zum Beispiel, um mal so ein bisschen diesen Kontrast auch zu praktischen Elementen und Gamification-Anregungen zu bringen. Ich verwende oft die Übung
Spaghetti-Marshmallow-Turm. Ihr nehmt eine Packung Spaghetti, ihr nehmt eine Packung Marshmallows. Und dann teilt ihr eine Gruppe in zwei, also ihr teilt eine Ansammlung von Menschen in zwei Gruppen ein, zwei Gruppen. Und das Ziel ist es, gegenseitig eben den höheren Turm ausschließlich aus Marshmallows und Spaghettis zu bauen. Und das ist zum Beispiel eine Übung, die ich gerne in Kommunikations- oder Teambildungsmaßnahmen verwende. Vorher geht es vielleicht darum, gewisse Rollen zu klären. Wer ist sozusagen der Dominante? Wer ist eher so der Bürokrat im Team? So, und dann weiß jeder so, wie die Rollen verteilt sind. Und dann kommt eine praktische Aufgabe, eine Problemstellung. Baue den höchsten Turm ausschließlich aus Spaghetti und Marshmallows. Und dann sieht man nämlich ganz schnell auch, wer ist tatsächlich der offizielle Leader? Wer ist der inoffizielle Leader im Team? Wer ist eher so ein Mitläufer? Wer zieht sich zurück? Wer gibt Anweisungen? Wie wird kommuniziert? Und dann kann man ganz schön beobachten von außen, wird das neu erlernte Wissen, auch wenn es dann vielleicht zu Konflikten kommt, wird es dann angewandt oder werden einfach so Konflikte wieder in alten Gewohnheiten weggebügelt und man fällt wieder in alte Schemata. Hat man sozusagen das neu erlernte Wissen auch angewandt direkt? Das ist so eine Übung, die man machen kann. Daraus ergibt sich oft auch schon die Art der Spielmechanik und das verwendete Tool. Man kann beispielsweise Quiz machen oder Puzzle oder Memory-Spiele oder Drag-and-Drop-Games. Da gibt es unterschiedliche Varianten, die man eben nutzen kann. Auch so eine kleine schöne Übung, zum Beispiel für die Teambildung oder auch zur Kommunikation oder auch wie schwierig es ist, große Teams zu leiten. Das ist auch so ein schönes Bild. Ihr nehmt einen Zollstock und dieser Zollstock darf nur transportiert werden von allen Teammitgliedern mit dem Zeigefinger. Alle müssen den Zeigefinger unter dem Zollstock haben und dann soll gemeinsam dieser Zollstock transportiert werden. Das, was passiert, ist, dass der Zollstock automatisch nach oben gedrückt wird. Und die Lösung des Problems wäre es, nehmen sich ja bei diesem Zollstock ganz viele Leute ganz, ganz vorne am Zollstock und ganz viele Leute ganz, ganz hinten am Zollstock versammeln und alle ganz nah den Finger bei sich haben, damit dieser Zollstock durchhängt. Macht man diese Übung nur mit zwei Leuten, dann ist diese Übung sehr, sehr einfach. Transportiert einen Zollstock über 10 Meter. So, dann geht einer vorne hin, einer hinten hin, der Zollstock hängt in der Mitte durch. Alles super, alles funktioniert perfekt. Aber je mehr Leute an den Zollstock rangehen, umso schwieriger wird es, diese Aufgabe zu meistern. Und vor allem, wenn ihr nicht gleich den Tipp gebt, dass sich ganz viele vorne und ganz viele hinten hinstellen sollen, sondern dass sich die Leute automatisch aus Gewohnheit ein bisschen überall verteilen, dann funktioniert es schon ab 3 oder 4 Leuten gar nicht. Der Zollstock wandert immer nach oben in die Luft, weil alle den Zollstock immer höher drücken wollen. Und das Bild, was man damit transportiert, ist: erstens, es gibt nicht nur eine Lösung, sondern man muss kreativ sein zur Lösungsfindung. Also es ist auch so ein schönes Problemlösungstool, was man dann diese Zollstockübung machen kann, weil es wird was versucht und man merkt, es klappt nicht. Und meistens versuchen die Leute es dann, ach kommt nochmal und nochmal und lasst doch einfach die Hände unten. Es kann doch nicht so schwer sein. So, da werden gegenseitige Schuldzuwerfungen und Vorwürfe gemacht. Und da merkt ihr nämlich schön, wie auch wirklich im betrieblichen Kontext kommuniziert wird. Ja, alle sagen vorher, ja, wir verstehen uns gut, wir sind ein tolles Team. Macht diese Zollstockübung und ihr werdet sofort erkennen, ist es ein gutes Team? Denken Sie lösungsorientiert? Schmeißen Sie schnell hin? Motivieren Sie sich gegenseitig? Wie ist so die Dynamik im Team? Und wird auch die Lösung dann gefunden? Und wie wird sich auch über Erfolge gefreut? Also da hat man ganz, ganz viele Learnings durch so eine kleine, simple Aufgabe. Nehmt einen langen Zollstock, breitet ihn aus und alle sollen ihn einfach nur mit dem Zeigefinger unterhalb des Zollstocks transportieren. Und ihr werdet sehen, wie das Team funktioniert, was die Ideen sind. Werden auch neue Lösungsansätze angenommen oder werden sie direkt weggebügelt? Ne? Wer ist so der Teamleader? Wer gibt Kommandos? Wer sagt, ach, da habe ich keine Lust drauf und nimmt sich raus? Ne? Wer hat sozusagen innerlich schon gekündigt? Da sieht man, mit einer einzigen Übung kann man so viel erkennen als Beobachter. Am besten ist, ihr zeichnet das sogar noch auf Video und schaut es euch im Nachgang mit der Gruppe an. Und dann werden viele erschrocken sein, was da so in dieser einfachen Übung passiert. So, also hier einige Fragen, die Sie sich stellen sollten, ne, was soll am Ende rauskommen, das hatten wir schon. Könnten Sie längere Anleitungen in kürzere Abschnitte unterteilen und diese zum Beispiel als Quiz abfragen, sodass sich die Nutzerinnen und Nutzer schnell sicher fühlen? Also wir wollen auch nicht zu lang erklären, wir wollen einfache Sachen machen, wir wollen schnell in die Umsetzung kommen, so Quick Wins produzieren, positive Emotionen sammeln. Kann man Abläufe, gerade wenn sie elementar sind, vielleicht auch digital simulieren? Kann man das Thema digitales BGM mit reinbringen? Wir hatten ja auch dazu schon mal ein Escape Room Spiel zum Thema Gesundheit,
wo wir Brain Rooms vorgestellt haben im Podcast-Interview. Also da hatten wir das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz. Man kann jetzt einfach Plakate aushängen und sagen, dein Stuhl muss so eingestellt werden, dein Rücken sollte so auf dem Stuhl sitzen und so hoch sollte dein Tisch sein. Oder man macht das halt einfach als Online-Game, indem man das Thema Ergonomie behandelt. Auch das ist Gamification. Kann man Assoziationen, Bekannten oder zu Analogien nutzen? Das sind alles so Fragen, die man sich stellen sollte beim Ziel von Gamification. Wie kann der Mittelstand von Gamification profitieren und wie kann er diesen einsetzen? Apple und Google haben durch Gamification Nutzererlebnisse verbessert, indem sie einfache Bedienungen und attraktive Designs bieten. So werden ihre Produkte nicht nur verwendet, sondern auch geschätzt. Der Mittelstand und Verbände setzen ebenfalls auf spielerisches Lernen, wie das Spiel sicher im Internet zeigt. Also es ist so eine Art Spiel, wo man vor dem Thema Cybersecurity weiter aufklären soll und vor Hackerangriffen schützen sollte. Hier ist jetzt auch so ein kleiner Screenshot, wo so ein Büro zu sehen ist. Und da ist jetzt die Frage, wussten Sie schon, dass ein Passwort mit 6 Kleinbuchstaben in weniger als einer Sekunde geknackt werden kann? Für eines mit 12 Zeichen braucht ein Hackerprogramm jedoch schon 1,5 Jahre. Für eines mit nur einem Zeichen mehr braucht ein Hackerprogramm gleich direkt 36 Jahre. Also falls ihr Passwörter habt, dann sollten entsprechend die nicht nur aus kurzen Kleinbuchstaben oder wenigen Kleinbuchstaben bestehen, sondern ein bisschen eben eine Mischung machen aus vielen Klein- und Großbuchstaben, Sonderzeichen und so weiter. Diese Zahlen stellen eine optimale Sicherheit dar. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass die richtige Kombination erst mit der letzten Kombinationsmöglichkeit gefunden wird. So, und das ist jetzt hier so ein Spielauszug sich im Internet. Und da muss man dann wahrscheinlich so Quizfragen beantworten. Und dann kommt man so von Level zu Level immer weiter. So. Dieses Spiel sensibilisiert Unternehmen auf unterhaltsame Weise für Internetsicherheit, indem sie im Spiel den Betrieb der fiktiven Firma Meyer Schokoriegel vor virtuellen Angriffen schützt. Gamification wird auch außerhalb der digitalen Welt eingesetzt, beispielsweise in Flugsimulatoren oder in Rettungstrainings. Es macht komplexe Anleitungen verständlicher und kann Lern- und Arbeitsumgebung verbessern sowie die Motivation erhöhen, was dem Mittelstand hilft, sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ich beispielsweise habe gestern eine Sicherheitsunterweisung tatsächlich als Spiel machen dürfen. Das war unterteilt in verschiedene Sektionen, in verschiedene Bereiche und dann wurden immer Videos vorgespielt. Dann gab es eben so diese Quiz-Situation und man ist natürlich als Mensch immer angestrebt, so die volle Punktzahl zu erreichen. Wenn man das dann nicht hinbekommen hat, dann war eben ein lustiges Bild und ähnliches, was das Thema auch nochmal dann in Emotionen gebracht hat. Also auch solche Themen aus dem Bereich des BGMs wie Arbeitsschutz, Gesundheit, Schutz kann durchaus in Gamification-Quiz-Varianten absolviert werden. Das Thema Büroergonomie kann vielleicht auch als digitales Spiel immer mal wieder für die Mitarbeitenden in Erinnerung gerufen werden. Das Thema Teambildung, Kommunikation sollte halt nicht nur irgendwelche Foliencharts und Vorträge sein, sondern kann eben entsprechend in spielerischer Art und Weise vorangebracht werden. Und so sollte man halt immer überlegen, wie kann ich vorwärts kommen. Also man kann eben auch ja eine Schritte-Challenge ausrufen. Auch das ist Gamification, indem es dann einen Highscore und einen ja, Top-Läufer gibt und ähnliche Sachen. Und das hilft eben einfach, um neue Dinge besser zu vermitteln und zu erlernen. So, hier ist noch eine Box gut zu wissen. Die wollen wir uns auch nochmal anschauen. Also gut zu wissen ist, intrinsische Motivation ist immer stärker als extrinsische Motivation, die nur auf Belohnung abzielt. Hat derjenige Teilnehmende also von sich aus schon Lust, weil ihm das Spiel selber Spaß macht, an etwas dran teilzunehmen? Ich habe da immer so ein schönes Beispiel mit dem Thema Lesen. Ich habe es gehasst, in der Schule zu lesen. Und ich bin ehrlich, ich habe kein einziges Buch gelesen, was mir vorgegeben wurde. Ich habe immer geschaut, wo kriege ich irgendwie eine Zusammenfassung von dem Buch oder kann mir irgendwer die wichtigsten Inhalte erklären, der vielleicht das Buch gelesen hat, oder gibt es vielleicht auch einen Film oder ein Hörbuch zu dem Buch, aber ich selber habe immer keinen Sinn darin erkannt, irgendwie Shakespeare zu lesen oder, keine Ahnung, Death of a Salesman oder sowas. Da hatte ich immer keine Motivation dahinter, weil ich kein Warum erkannt habe. Klar, die extrinsische Motivation war der Lehrer, der gesagt hat, wenn du das nicht liest, dann drohe ich dir mit Bestrafung, mit einer schlechten Note, oder ich belohne dich, wenn du das liest und gut hinbekommst und interpretieren kannst mit einer guten Note. Ich habe aber tatsächlich den Spaß und die Freude am Lesen während meiner Schulzeit nie entdeckt.
Und heute kann ich euch sagen, ich habe wahrscheinlich hier im Büro 400, 500 Bücher stehen und zu Hause sind es nochmal 800 Bücher. Also ich glaube, ich habe über 1000 Bücher inzwischen in meiner Sammlung. Und ich liebe es zu lesen. Ich bin eher traurig, dass ich gar nicht es schaffe, so viel zu lesen, wie ich mir eigentlich vornehme. Ich würde am liebsten den ganzen Tag lesen. Und warum? Weil die intrinsische Motivation gegeben ist, weil ich weiß, warum ich die Dinge lese, weshalb ich sie lese, weil ich mich mit Themen beschäftige, die mich interessieren. Und das kann ich eben auch in dem Spiel mit einbringen. Wenn ich eben so dieser Wettkampftyp bin und es mag, auf einer Rangliste weit nach vorne mich zu kämpfen, dann bin ich automatisch motiviert, ohne dass jemand sagen muss, Mensch, geh doch mal ein paar Schritte. Nein, ich mache es automatisch, weil ich in meiner Rangliste weiter nach vorne kommen möchte. Oder weil ich ja Spaß habe, gemeinsam mit Leuten Probleme zu lösen auf spielerische Art und Weise. Gut zu wissen. Die Aufgabenstellung und Regeln müssen so einfach wie möglich sein. Hier ist nochmal das Stichwort Usability genannt, also einfach die Nutzerfreundlichkeit. Ne? Schnelles Feedback motiviert zusätzlich, gar nicht zu lange erklären. Auch hier nochmal der Hinweis zum Beispiel zu dieser Arbeits- und Sicherheitsunterweisung. Das waren immer kurze Videos, so 1 bis 1,5 Minuten und dann gab es dazu Fragen. Und dann gab es sehr, sehr schnell Feedback, ob ich das gut hinbekommen habe oder nicht. Und in Summe habe ich mir wahrscheinlich gestern 20 Minuten Videos angeschaut. Wäre es jetzt nur ein einziges Video gewesen und danach wäre das Quiz erst gekommen, am besten noch, dass ich gar nicht weiß, dass dieses Quiz kommt, dann hätte ich nicht so viel Spaß gehabt. Ich hätte versucht, irgendwie das Video wäre nebenbei gelaufen, aber so, die Fragen waren auch tricky, die waren auch nicht so einfach, also irgendwie so lapidare Fragen, sondern es waren wirklich auch, da wurde einmal nach einer Telefonnummer gefragt. Also wie ist die Telefonnummer von dem Ersthelfer? Da musstest du die Telefonnummer auswendig wissen. Das war schon nicht so einfach. Und dass es da schnelles Feedback gab, das hat mir eben Freude bereitet. So, das Teilen der eigenen Erfolge innerhalb einer Community kann zusätzliche Motivation schaffen. Ich habe zum Beispiel dann gestern im Nachgang eine Urkunde erhalten. Es gab auch eine E-Mail, die sowohl an mich gegangen ist, als auch an die Verantwortlichen im Unternehmen. Also ich habe auch gesehen, dass die das gesehen haben, dass ich das gemacht habe. Und dann dachte ich mir auch schön, dann können sie ja sehen, wie viele Punkte ich erreicht habe, wie gut ich war oder wo ich vielleicht noch meine Schwächen habe. Und das motiviert definitiv, kann ich so bestätigen. So, und dann ist es natürlich cool, mehrere Schwierigkeitslevel erhöhen die Bereitschaft, sich länger auch mit dem Thema zu beschäftigen. Aber beachten Sie den Flow-Moment, also dass die Anforderungen immer nur ein klein wenig über den bisherigen Fähigkeiten liegen dürfen. Denn bei Überforderung droht Frustration und Unterforderung langweilt. So, also das sind mal so ein paar Anregungen zum Thema Gamification. Wie schon erwähnt, hier gibt es auch einige Ansätze, wie kann man das Ganze auch auf das Thema Gesundheit übertragen. Man kann halt sagen, so Leute, stellt euch hin, wir machen jetzt einen Lauf ABC und dann müssen irgendwelche Kniebeläufe und Anfersen und Hopserläufe gemacht werden. Oder man packt das Ganze in ein Spiel. Das macht natürlich viel mehr Freude. Wir haben dann zum Beispiel schon mal so 4 gewinnt gespielt, aber halt immer so mit Übungen. 2 Gruppen wurden eingeteilt und dann hieß es, okay, erste Übung, ihr dürft da zu dem 4 gewinnt Spiel hin sprinten und dürft dann eben einen Chip einwerfen und dann müsst ihr zurück, so staffellaufmäßig, klatscht ab und dann ist der nächste dran. So, im nächsten Durchgang musstet ihr dann Kniehebel aufmachen, anfersen, Hopserlauf. Es sind genau dieselben Übungen gewesen. Aber durch das Spielerische liegt der Fokus eher auf dem Erfolg, auf der Lösung des Problems und ich mache nebenbei Sport. Ich mache nebenbei das Thema Bewegung. Und das könnt ihr natürlich auch kombinieren mit den Bereichen Stressbewältigung, mit den Bereichen Ernährung, mit den Bereichen Teambildung, Kommunikation, Führung, Persönlichkeitsentwicklung. Also da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten, irgendwo Punkte zu sammeln, Ranglisten zu machen, Challenges auszurufen, Quizzes zu starten und so auf spielerische Art und Weise sorgt ihr einfach dafür, dass die Leute mehr Lust haben auf das Thema Gesundheit oder auf andere Themen. Falls euch das gefallen hat und ihr mehr davon haben wollt, dann hinterlasst zum einen gerne einen Daumen nach oben oder eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Für alle YouTube-Zuschauer gerne auch auf die Glocke drücken, um ein Abo zu hinterlassen. Dann werdet ihr entsprechend informiert, wenn es neue Videos gibt. Für diejenigen, die lieber lesen, kann ich den Newsletter empfehlen unter bgmpodcast.de/newsletter einmal eintragen und dann sichert ihr euch noch jede Menge Goodies obendrauf, wie Checklisten, Vortragsmitschnitte, Übersichtsgrafiken, Poster und noch vieles mehr, um euer betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. Und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.